Die Aida Luna ist das dritte Schiff der Sphinx-Klasse, das ursprünglich als Sphinx II geplant und gebaut werden sollte. Doch letztendlich hat Aida Bella ihre Schwester überholt und wurde somit zum zweiten Schiff. Stapellauf war am 6.10.2008 und die Taufe erfolgte am 4. April 2009 in Palma de Mallorca. Das Schiff hat eine Größe von 69.203 BAZ bei einer Länge über alles von 251,89 Meter. Die Aida Luna ist 37,60 Meter breit und hat eine Besatzung von 607 Crewmitgliedern. Die Baukosten beliefen sich auf 315 Millionen Euro und in 1025 Kabinen können maximal 2500 Passagiere mit ihr fahren. Die Luna hat 13 Decks, 7 Restaurants und mittlerweile 12 Bars. Einen tragischen Zwischenfall erlebte die Aida Luna am 9. September 2018, als der Sänger Daniel Kübelböck vorgeblich Berichten zufolge von Deck 5 ins Meer gesprungen sein sollte. Jegliche Rettungsversuche wurden einen Tag später eingestellt, da die Überlebenschancen sehr minimal nur noch waren. Aida selbst gibt die Anzahl der Pools mit 8 an. Ich habe noch keinen richtigen zum Schwimmen gefunden, aber vielleicht bin ich mit meiner Größe von 1,82 Meter auch für diese Planschbecken nicht mehr geeignet. Aber das ist im Endeffekt ein Problem der gesamten Sphinx-Klasse. Dafür zeichnet sich die Sphinx-Klasse und auch die Luna ganz besonders darin aus, dass hier noch eine Art von Kreuzfahrt stattfindet, die nicht auf einem Massenhotelbetrieb wie auf den viel größeren Schiffen stattfindet. Die Luna hat noch eine, ja, man könnte sagen, familiäre Atmosphäre. Und daher empfehle ich diese Klasse auch definitiv für alle Erstkreuzfahrer. Erlebt einfach die Ruhe auf diesem Schiff, genießt die Aussicht und ja, verbringt einfach einen tollen Urlaub.